Etwas anders als üblich geht heuer das Kunstfestival Pfingstart in Weiz über die Bühne. Und darum geht es in der heutigen Folge unserer Rubrik Kulturbalkon. Weil Corona-bedingt konventionelle Veranstaltungen nicht möglich waren, haben Künstler unter dem Initiator Walter Kratner ihre Beiträge online gestellt. Ob Konzert mit Klaus Beyer und Asja Valcic, Textilkunst von Cornelia Strahlhofer oder Lesung von Franz Zobel. Auch heuer dreht sich bei der Pfingstart alles um die Kunst, diesmal allerdings im Internet, denn Kurator Walter Kratner hat um kurze Online-Beiträge der Künstler gebeten. Die originale Pfingstart stand sozusagen unter dem Thema Keine Antwort nirgends. Und als die Pandemie ausbrach, schien mir genau dieser Titel richtig zu sein. Und dazu stellte ich auch die Frage, was wäre wenn? Und auf diese beiden Themenstellungen haben dann die Künstler konkret in ihrem Genre reagiert. Entstanden sind höchst unterschiedliche Beiträge, vom humorvollen Text über ein Ziesel bei Barbie Markovic. Eine Traube hast du ihm halbherzig hingeworfen und sie landet auf der blauen Decke. Jetzt wird das Tier gezwungen, sich für ein Stück Obst zu blamieren. Bis zur Auseinandersetzung mit Thomas Bernhards Jagdgesellschaft bei Walter Kratner selbst. Nichts als Erfrorene, gnädige Frau. Pandemie schwingt meist nur im Hintergrund mit. Natürlich ist es individuell dem Künstler überlassen, wie er darauf reagiert. Aber ich glaube nicht, dass sozusagen die künstlerische Arbeit sich plötzlich von einem Moment auf den anderen ändert und sozusagen ein Thema in den Vordergrund kommt, das nie vorher vorhanden war. Einblick in diese künstlerische Auseinandersetzung gibt es im Internet auf pfingstart.at.